Es könnte uns tatsächlich helfen, dass Boltax bei uns ist, denn er hat sich ja bereits als außerordentlich widerstandsfähig erwiesen. Und in Zwergen wird allgemein eine gewisse Dickköpfigkeit nachgesagt. Das ist unsere starke Fantasie. Du hast doch gesagt, Fantasie ist wichtig. Boltax, das war doch ein Kompliment. Ach so, danke. Aber. Ihr habt recht, aber mir in die Träume des schwarzen Drachen eindringen zu wollen, erschiene mir auch vermessen. Aber wie gesagt, wenn welche von uns, vielleicht auch wir alle, hineingerissen werden sollten, dann, nun, dann haben wir diese Entscheidung möglicherweise gar nicht mehr. Ich muss noch eine wichtige Sache ansprechen. Wenn ich den grauen Mann herbeirufe, das wird bestimmt 2 Stunden dauern. Denn das ist nicht so einfach. Man muss sich erst sehr lange, sehr stark konzentrieren und eins mit dem Element werden. Und außerdem wird es mich vermutlich fast all meine Kraft kosten. Dann steht ihr vor einem ganz ähnlichen Problem wie ich. Ich weiß auch nicht, wann der richtige Zeitpunkt sein wird. Ich hoffe, dass sich das Kommen des Drachen früh genug ankündigt, aber den Schleier zu rufen, wird gewiss eine halbe Stunde oder so dauern. Gibt es eine Möglichkeit, sich aktiv aus dem Traum zu verabschieden, aufzuwachen? Ja, wenn wir den Traum beeinflussen können, dann können wir ihn auch aktiv verlassen. Das wäre sicherlich nicht einfach, aber es wäre möglich. Ihr könnt sehen, wie die Tür von der Gaststätte aufgeht und ein Zwerg stattlich dort steht, mit grauen, langen Haaren und einem gegabelten Bart. 4 sind es an der Zahl. Er trägt eine kleine Krone in seinen Haaren und auf den ersten Blick dachtet ihr, es ist Albrax, aber der sitzt schon neben euch am Tisch, reißt da weiter in seine Witze. Ah, Boltax kann ihn erkennen. Arombolosch. Arombolosch! Er Wie lange streicht ist sich über das den her? Bart, nickt dir zu. Boltax. Gut, dich zu sehen, gut, dich zu sehen. Albrax nickt auch seinem Bruder zu und tritt dann erst einmal an dich heran. Boltax, wir haben uns lang nicht gesehen. Das ist wahr, Väterchen. Wie geht es dir? Gut soweit. Wir haben den Schlachtplatz vorbereitet. Das klingt gut, das klingt gut. Die Wir haben was Pioniere haben kann. geschanzt. Wir haben einen Wald freigelegt. Er sollte genügen für einen Drachenkampf. Krieger aus Xordos sind gekommen. Gramox, bei Väterchen Angrosch, das klingt gut. Die Waldwacht antwortet. Was wissen wir? Ach ja. Also, wir Zwerge sind bereit. Aber. Wie wollen wir sinnvollerweise vorgehen? Das wird die Zukunft zeigen. Streicht sich wieder durch sein Bart, legt dir seine Hand dann auf die Schulter, lässt sie da ein paar Sekunden, spürst, wie die Kraft von Angrosch in dir übergeht, und dann nimmt er seine Hand wieder weg und geht zu seinem Bruder. Wer war das? Das ist der Bruder des Hochkönigs. Eine beeindruckende Persönlichkeit, ohne Frage. Und wie ähnlich sie sich sehen. Also, auf den ersten Blick. Nun Nun, ja. er ist der oberste Richter und also wir nennen es Omarok. Und er ist ein ganz, ganz wichtiger Mann in der zwergischen Gesellschaft, denn er spricht für Angrosch. Er ist der Hohepriester des Angrosch-Glaubens. So könnte man es sagen. Naja. Faszinierend. Seht ihr, wir müssen nichts fürchten. Angrosch ist auf unserer Seite. Und wenn alles schief geht, wird er höchst selbst mit seinem Schmiedehammer herabsteigen und den Drachen zermalmen. Das wäre mir sehr willkommen. Das würde viele unserer Probleme lösen. Ja, auf jeden Fall.
Seht ihr? Das ist Kreativität. Das stelle ich mir im Traum vor. Also, wenn wir wirklich im Traum sind, dass Angrosch herabsteigt und alle Feinde mit seinem Schmiedehammer, naja, den Erdboden gleich macht. Ha. Nur, jetzt wenn ihr fest nur wenn ihr fest genug daran glaubt, wer weiß. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie diese Traummagie funktioniert, aber ich fürchte, wir werden das so auf die harte Tour lernen müssen. Ich finde auch euren Plan und den von Jalan mit diesen Wachtränken, ich denke, es ist ein guter Plan, nur habe ich Zweifel, ob einem doch recht schlichten Alchemikum gegen, nun ja, Borons Widersacherin anzukommen ist. Nun, wir können nur träumen, wenn wir schlafen. Wenn wir nicht schlafen, können wir nicht träumen. Es gibt aber durchaus magische Möglichkeiten, Schlaf herbeizuführen. Richtig, aber versuchen kann man es, oder? Es schadet uns nicht. Gibt es nicht so etwas wie Wachträume? Ist man da nicht wach? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass Wachträume wirkliche Träume sind. Aber, naja, diese Träume, denen wir gegenüberstehen, sind ja auch keine wirklichen Träume. Ich hatte damals nicht das Gefühl zu schlafen oder zu träumen, als wir dem Knochenraben begegnet sind. Aber das passiert nie, oder? Hätten wir es nicht hinterher? Ach, ich bin mir nicht sicher. Ich schlage vor, wir zerbrechen uns nicht den Kopf über Träume. Ich denke, allzu viel planen von dem, was im Traum geschehen wird oder könnte, können wir ohnehin nicht. Wie gesagt, wenn es dazu kommen sollte, dann müssen wir einfach darauf reagieren. Und ihr wisst jetzt, was zu tun ist. Dann ist es an euch, dies umzusetzen. Wenn der Hochkönig und der Bergkönig jetzt das Schlachtfeld freigegeben haben oder uns eines gesucht haben, wo sie meinen, dass man gut gegen Drachen kämpfen kann, dann bin ich guter Hoffnung. Allerdings müssen wir vor einer Inspektion des Schlachtfeldes auch noch die drei Kaiser miteinander vereinen. Mhm. Ihr meint, wir müssen sicherstellen, dass sie nicht vor der Schlacht aufeinander losgehen. Isor und Beutax, welche Forderung hatte Rohaya an die anderen beiden? Gucke Isorun an. Oh, nun ja. Ihr habt sie ja selbst erlebt. Sie möchte offiziell weder Widerrede noch Kompromisse dulden. Ihr Wort ist Gesetz, das will sie auch weiterhin so beibehalten, denn Kaiser machen keine Kompromisse. Außerdem möchte sie, um ihre Kaiserwürge zu untermalen, sich in einer rondrianischen Schlacht beweisen, also Ehre und Stärke beweisen. Das bedeutet wohl, sie wird sich nicht den militärischen Forderungen oder Planungen von Anzwin oder Silindian unterwerfen. Es muss alles so aussehen, als wäre es ihre Idee. Rondra, gib mir Kraft, denn ich habe keine mehr. Du kannst etwas von Angorst Kraft haben. Glaubt sie wirklich, dass das der Moment ist, um sich aus irgendeinem Grund als Feldherrin zu präsentieren? Ich habe noch eine ganz andere Sorge. Steht zu befürchten, dass sie vorhat, selbst gegen den Drachen zu reiten? Genau so klingt es. Das würde ich ihr zutrauen. Ihr dürft nicht vergessen, dass sie mit ansehen musste, was mit ihrer Mutter geschah. Können wir noch Danos von Luring herbeiholen, damit er ihr erzählt, warum das keine gute Idee ist? Nun, er ist in Romilis, so viel ich weiß. Glaubt ihr wirklich, er hat Einfluss auf sie? Und ihre närrischen Ideen? Ich glaube, Isorun hat es doch erzählt, dass Rohaya selbst anwesend war, als ihre Mutter gefressen worden ist in einem Frontalangriff. Exakt. Frage ist nur, hat ihr das Angst gemacht oder stachelt sie das zur Rache an? Sie steht mit dem Rücken zur Wand. Sie hat nicht viel mehr zu verlieren. Sie hatte schon einmal alles verloren. Und ich denke, zu diesem Zeitpunkt
wird sie alles daran setzen, um irgendwie einen Sieg, eine Kontrolle der Situation herbeizuführen. Und der Drache ist der erste und wichtigste Gegner. Wenn der Drache nicht vernichtet wird, besteht keine Hoffnung darauf, dass Mittelreich zu seiner vorherigen Größe und seinem Glanz zurückzuführen. Und das wissen wir. Aber alle anderen scheinen das aus irgendeinem Grund bequemerweise wegzuignorieren. Xelindian hat wohl zu der Zeit in der Hauptstadt Bunin geweilt. Er kann es also gar nicht gewusst haben. Er weiß nicht, was auf ihn zukommt. Ach, ich habe ihm das erzählt. Er hasst den Drachen jetzt genauso sehr wie wir Zwerge. Naja, aber Hass ist gut und wichtig, wenn er in richtige Bahn gelenkt wird, aber ich glaube nicht, dass er ihm weiterhilft, wenn er dann vor ihm steht, denn dann braucht man Mut, kein Hass. Xelindian ist ein Junge. Er hat keine Kampferfahrung, obwohl er gleich die Übung bekommen hat. Natürlich hat er eine Ausbildung bekommen, aber er ist nicht Schlachten erprobt. Er ist nicht mal Kampfes erprobt. Alles, was er hat, ist sein Zorn und sein Temperament. Es gibt noch einen anderen Grund, die beiden Thronprätendenten vom Schwarzen Drachen wegzuhalten. Der Schwarze Drache benötigt Kaiserblut, soweit wir wissen, für irgendeine Art von Ritual, um seine Wiedererstehung zu vollziehen. Das ist der Grund, weswegen er kommen wird, nicht wahr? Vermutlich. Naja, heißt, das ist ein etwas unkonventioneller Vorschlag, aber können wir, ich weiß nicht, Melvin, nicht einfach bitten, so einen Lähmungszauber zu wirken, sodass die beiden keine Unsinn stiften. Wären in der Schlacht sicher und alles wäre gut. Es wäre Hochverrat. Er ist nun mal die Kaiserin. Er ist der erste Hofmagus. Selbst wenn er es zu ihrem Schutz machen würde, wäre seine Position los und könnte sie dann nicht mehr schützen. Tatsächlich haben wir aber noch diese gewissen Artefakte. Was, wenn wir sie ihnen ins Gepäck mitgeben? Und falls es Not tut, auslösen? Nun, wenn sie sich bereits zwischen den Zähnen des Drachen befindet, dann wäre sicherlich ein guter Moment dafür. Es erscheint mir doch alles sehr hinterlistig. Naja, bedenken wir immer daran, der graue Mann ist ja auch noch da und wird sie schützen. Nun, wir könnten sie natürlich in den Plan einweihen, in die Gebrauchsweise der Artefakte. Nun, dann können wir uns aber auch darauf verlassen, dass sie das Artefakt schon selbst gebraucht, hm? Ja, sicherlich. Wie viele habt ihr denn von diesen Artefakten? Nun, ich habe meins noch. Wie sieht es mit euch aus? Ich besitze meins ebenfalls. Und meins damals in die reinigenden Flammen des Praxis-Tempels geworfen. Nun ja, wie gut, dass wir nicht mehr als zwei Personen mit Kaiserblut hierbei haben, hm? Was ist denn mit Ansfeld? Ach ja, verdammt. Ich würde gern behaupten, Ansfeld ist verzichtbar, aber wir wissen nicht, was er da heranstellt, wenn er Blut hat. Also. Ich denke, Raphim dürfte sein Halsband ebenfalls noch haben, sein Amulett. Hat er seines nicht aufgebraucht? Ich weiß, dass eine Ladung verbraucht wurde. Ich weiß nicht, was mit der anderen geschah. Ja, dann denk bitte dran, dass die reinigenden Feuer nicht von Rastas vor ausgehen. Das Feuer, was er benutzt, ist schwarz. Das ist kein elementares Feuer. Eher ein pervertiertes elementares Feuer. Selbst wenn ihr die Kette zerschnitten habt, wir brauchen euch trotzdem weiterhin noch. Dann wird er gegen die Macht Paras nicht ankommen. Gut. Hoffe ich. Ich auch. Ein weiteres Mal geht die Tür auf und ihr könnt erkennen, dass mittlerweile eine Gestalt eingetreten ist, die ihr teilweise schon gesehen habt, die ebenso mysteriös ist und die ebenso eine Aura besitzt, wie es eben mal Rombolosch tat, doch sie ist gänzlich anders. Alt, weise, jung, alles zugleich, unscheinbar, aufregend. Dragodan von Misaquell, der euch zunickt.
und sich mit seiner langen Robe zu euch setzt. Überall an seiner Robe befinden sich Glyphen, Runen, die in den verschiedensten Farben schimmern. Er ist definitiv als Magier zu erkennen, als der Sindegeweihter. Asavo, du hast mich bestellt. Der nickt nur. Ich bin anwesend. Nun geht es also auf das Ende zu. Ja. Schön, dass ihr hier seid. Nun ja, ihr seid vermutlich der Einzige, der wirklich weiß, wie diese beiden Gegenstände wirklich funktionieren. Nicht wahr? Wer ist denn das? Das ist Dracodan von Misaquil, der Gesandte Apeps. Aber mir, ich hatte angenommen, dass Asavo euch mittlerweile etwas mehr über meinen Zustand erklärt hätte. Ja. Boltax ist nur in dieser Hinsicht ein relativ typischer Zwerg. Also gut. Wir wissen wohl mittlerweile, dass sich Rassasor in Altzoll aufhält. Doch es ist nicht unser Ziel, dass wir in die Schwarzen Lande vordringen, sondern ihn auf unserem Territorium besiegen. Zu unseren Bedingungen. Dafür müssen wir ihn beschwören. Herbeirufen. Ich brauche Kaiserblut. Nun, sucht euch einen aus, denn wir haben sie alle hier. Ich brauche Blut von allen dreien. Und das ist eure Aufgabe. Na gut, ich kümmere mich um Selindian. Ich werde mit Rohaya sprechen. Ich spreche mit Arzfin. Ich werde hier warten auf euch. Was benötigt ihr sonst noch für dieses Ritual? Für die Herbeirufung? Das Restliche habe ich dabei. Ich gebe euch Fiolen mit, in denen ihr das Blut transportieren könnt. Es muss nicht viel sein. 2-3 Tropfen sollten reichen. Natürlich. Ich verstehe. Es wird sicherlich einige Zeit dauern, aber er wird sich auf den Weg machen. Ulamin schaut etwas irritiert von einem zum anderen. So viel zum Thema keine Blutmagie? Es ist keine Blutmagie. Beschwören? Ja, doch. Blutmagie bezeichnet etwas durch Blutmagie Gespeistes. Richtig. Also wenn das Blut praktisch die Quelle der Macht ist. In diesem Fall dient es als Identifikator, als Matrix-Komponente. Als Punkt, auf den man sich fokussiert. Es ist ähnlich wie mit den, naja, ist ja auch egal. Doch, das ist mit der Förmchen-Analogie durchaus vergleichbar. Es zählt zu der Form. Blutmagie würde aber den Teig bedeuten. Verstehe. Nun, wenn ihr dieses Ritual durchführt, wie wird der Drache das deuten? Also, ihr schickt ihm eine Nachricht? Ist das eine Herausforderung? Deine Provokation. Alles vielleicht zusammen. Einfach nur ein Köder. Hier ist Kaiserblut, komm und hol's dir. Es ist alles zusammen und so viel mehr. Dadurch, dass er die schwarze Flamme in sich aufnahm und ich ein Teil des Isafur bin, sind wir auch nun mittlerweile miteinander verbunden. Alter, was nun bitte? Was? Asavo? Der nickt ihm zu. Das Wizafor. Das hatte ich euch bereits in Punin schon erklärt. Da wart ihr leider nicht dabei, Jalan. Ich glaube, ihr wart wieder bei Alwin. Es sind... Wie erkläre ich das wieder am besten? Iseron, wollt ihr es versuchen? Oh, ich weiß nicht, ob ich es noch hinbekomme. Dazu zählen Essenzen oder Prinzipien. In diesem Fall des heißlodernden Feuers, der Alagrim. Ich weiß nicht, ob das wirklich alles ist, Asavo. Vielleicht könnt ihr noch ergänzen. Die Essenz, ja, stimmt schon. Oberflächlich eine Auswertung. Es gibt... Die alten Drachen sind Essenzträger. Sie haben sich vermehrt, sie haben ihre Essenzen aufgespalten, miteinander verflochten und verwoben und so Platz für das Wizard vorgemacht. Eine weitgehende Analyse kann man mit eurer Sprache quasi nicht wirklich ausdrücken. Er schaut dabei auch wieder so ein bisschen hilfesuchend rüber zu Dracodan selbst. Der schüttelt dann aber auch nur mit dem Kopf. Sie sind allesamt miteinander verbunden. Wie Brüder und Schwestern, wie Söhne und Töchter. Aber es ist so viel mehr.
Hm. Ihr werdet schon wissen, was er tut. Gut, genau. Also sie sind Teil bestimmter Prinzipien und darüber miteinander verbunden. Gut, also der schwarze Drache wird hierher kommen. Kann jemand abschätzen, wie lange er dafür brauchen wird? Und mal angenommen, er nehme sich nicht mehr viel Zeit, bevor er sich auf den Weg macht. Nun ja. Ein halber Tag. Wenn er losfliegen würde, mit Sicherheit. Man müsste... Nun wäre die Dame aus Hexisch, wie auch immer, Wiedmannshus nützlich. Sie könnte uns bestimmt genau sagen, wie lange man braucht. Egal. Denkt ihr, er wird Truppen mitbringen? Oder versuchen sie in der näheren Umgebung zu erheben? Ich vermute ihr Letzteres. Vielleicht wird er noch einige Verbündete aus dem Norden mitbringen. Versprengte Leute, vielleicht einige Nekromanten. Aber er wird kaum Zeit haben, seine Truppen mitzubringen. Das stimmt. Die sind wesentlich langsamer als er, wenn er fliegt. Wir müssen uns auf alles einstellen. Das Gute ist, dass hier bisher noch keine Schlacht stattgefunden hat auf dieser Stelle. Das Schlechte ist, dass der graue Mann viele Opfer gefordert hat. Lass ihn das ja nicht hören. Das macht ihn vielleicht... Ja, keine Sorge. Ich werde nicht persönlich mit ihm reden. Das überlasse ich euch. Das heißt, dem Drachen stehen die Friedhöfe der umliegenden Dörfer zur Verfügung. Ihm steht die Macht der Niederhöhlen zur Verfügung mit dem Halsband. Er kann keine Toten erheben, wo keine Toten sind. Aber ihr missversteht das Wesen der Niederhöhlen und der Widersacherin Borons. Sie gebietet nicht nur über die Toten, sondern auch über die Träume. Die Besessenheit. Drakodon erhebt sich. Wenn ihr mich sucht, ihr findet mich im Zartempel. Alles, was ich brauche, sind 3 Tropfen Blut. Danach kann es beginnen. Damit geht er nach draußen. Dreht sich in der Tür nochmal um. Hat sie gerade schon aufgemacht und wendet sich dann an Rafim. Übrigens stehen da draußen einige Personen in eurer Größe, die nach euch verlangen. König. Und geht dann nach draußen. Wunderbar. Ich denke, das Blut zu beschaffen sollte wohl das Letzte sein, was wir tun. Nicht, dass der gute Draco da noch übereifrig wird. Übereifrig? Ich glaube kaum. Ich denke, er weiß sehr wohl, was er hier tut. An mir missfällt das trotzdem. Er hat irgendwie etwas Drachisches an sich. Wenn er Bote von Apep ist, bah. Er spricht für Apep. Er hat vermutlich zu lange unter geschuppten Wesen gelebt, für euren Geschmack. Hm? Ich glaube, er ist so viel mehr als nur sein Gesandter. Was ist denn sonst? Sein Homunculus? Beachtet sein Wesen, seine Gestalt, sein Auftreten. Ich meine, ja, er ist ein bisschen kräftiger als Asavo, aber da liegt jetzt kein großes Kunststück hinter, das bin ich auch. Ja, danke. Toll, Jaralan. Ich auch. Aber das liegt an meinem Bäuchlein. Und über Rafim wollen wir gar nicht erst reden. Rakodan hat mir erzählt, dass ihr damals nicht, oder dass du damals nicht in seine Höhle durftest, weil du damals noch ein Problem hattest. Und ich bin mir sicher, er bereut diese Entscheidung immer noch bis heute. Natürlich. Können wir uns also aufhören, uns nutzlos anzugiften? Wo hast du damit angefangen? Ich habe lediglich die Wahrheit verkündet. Ich finde Jalans Konzept, nicht in eine Drachenhöhle zu gehen, sehr, sehr vernünftig. Hat euch Jalan auch von der Gelegenheit erzählt, bei der er sich 3-mal im Kreis gedreht und seinen Namen gerufen hat? Was? Wir waren ja alle zu feige. Und ist etwas passiert? Natürlich ist etwas passiert. Er hat geantwortet. Wirklich? Wirklich, wirklich. Ja, und dann stellte sich heraus, dass Jalan gar nichts Richtiges zu besprechen hatte.
Selbstverständlich. Wir haben ihn gefragt, was wir ihn fragen wollten und die Antwort erhalten, die wir erwartet haben. Und anschließend waren wir alle froh, dass wir nicht die Mühe auf uns genommen haben, mit ihm selbst zu sprechen, sondern ihn nur anzurufen. Punkt ist, wir müssen uns um unsere Vorbereitungen kümmern. Wollen wir uns wieder aufteilen oder ziehen wir gemeinsam nach Norden und Süden? Was denkt ihr? Ich denke, wir sollten zusammenbleiben. Ich glaube, unser Ruf oder vor allem euer Ruf wirkt vor allem, wenn er gemeinsam ausgesprochen wird. Es ist auch keine sehr weite Reise. Wir werden nicht viel Zeit dadurch verlieren. Wir werden zuerst zu Rohaya gehen. Warum? Weil es am weitesten vom Schlachtfeld entfernt ist. Das ist das, was wir Selindian und Ansfin sagen werden. Sie wird sich geehrt fühlen, dass wir zuerst mit ihr sprechen. Auch das ist natürlich Teil der Überlegung. Ulamin lächelt Isarun zu. Na gut. Aber ihr sprecht mit ihr. Isarun. Ja, ich weiß. Das hatte ich doch schon angeboten. Gut. Also gut. Brechen wir auf oder gibt es noch etwas? Eine Sache müsste ich noch erledigen. Jetzt, da wir wissen, dass es bald losgeht. Ich würde gerne einen von unserem Stamm, von meinem und Raffins Stamm, mit mir mitnehmen, während ich die Herbeirufung mache. Nicht, dass ich zufälligerweise von irgendetwas angegriffen werde. Das wäre ja unschön. Warum nehmt ihr nicht Raffin mit? Naja, das könnte ich auch machen, aber ich dachte, Raffin muss eventuell die Axt tragen und die Kugel und so weiter. Ihr wollt ihn jetzt schon herbeirufen? Nein. Wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist, nachdem dieser jährige Mann den Drachen gerufen hat. Nun, dann konzentrieren wir uns doch erst einmal auf Romulus, oder? Das stimmt. Gut, dann packt bitte eure Sachen, dann brechen wir in einer halben Stunde auf. Leiten wir das Ende vom Jahr des Feuers ein. Und möge es nur ein Jahr lang sein. Das ist wirklich erst ein Jahr. Es wird sich an wie 10. Ich glaube, an euren Schläfen habe ich auch schon ein graues Haar oder ein zweites entdeckt. Bleibt weg davon. Ja,